Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2! So, okay, dann spielen wir jetzt dieses eine Level, das nicht in der Queue drin ist, wo er aber meinte, BVB, ja geil, das muss ich sogar spielen. Ich als Dortmund-Fan hier. Aber er meinte, das Level scheint nicht so schwer zu sein und ist dann gut zum Einspielen. Fangen wir damit an und danach machen wir dann die Queue. Der Sascha. Mit einer recht hohen Abschlussrate. Okay, das klingt doch gut. Can you get all keys? Hier kann man locker rüberlaufen. Zeit ist auch alles easy. Hallo? Was machst du hier? Der hat garantiert einen Schlüssel. Was kannst du mir nicht erzählen, dass der keinen Schlüssel hat? Komm, gib mir deinen Schlüssel. Da haben wir Schlüssel Nummer 1. So, kommen wir irgendwie an diesen Block hier ran? Nö, ne? Sei denn, da oben ist auch irgendwas Cooles drin. Okay. Aha. Ah, hier, wir können den Dude hier benutzen, um den da links einmal gegen zu knuddeln. Und kriegen einen zweiten Schlüssel. Ist halt die Frage, ob man wirklich alle Schlüssel braucht, um hier ans Ende zu kommen. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Warum ist da oben... Warum sind da Wirbelstürme, hä? Oh, kann man hier hoch? Oh Gott! Ja, okay, das war klar. Ich habe nicht darauf geachtet, dass der Typ da ja auch rausgehen kann. Ja, schrei dich so. Jeder muss mal sterben. So, sehr schön. Nummer 1. Nummer 2. Oh, ist der jetzt schon gespawnt? Nee, ne? Wir brauchen den leider... Oh, nochmal. Nein, komm wieder her! Kleiner, kleiner Putzer, danke! So, hoch. Hä, kann man den hier nicht hochschmeißen? Muss ich echt auf den landen, um hier den nächsten Schlüssel zu holen? Okay, dann machen wir das so. Ich weiß immer noch nicht, warum die Wirbelstürme da oben sind, aber ist ja auch egal erstmal. Okay, hier können wir 3 Schlüssel einsetzen. Will ich wissen, was in der Röhre ist? Ich glaube, ich will hier nicht sein. Will ich oben lang? Kann ich oben lang, wenn ich hier die richtige Tür erwische? Vielleicht ist das ein Troll und man kommt einfach ein weiter rechts raus. Oh, nice. Also hier kann man sich verbessern. Das ist doch schon mal nett. Okay. Hä? Kann man... Warte. Doch, okay, man kann da auch rein. Finde ich gut. Und in den anderen ist dann wahrscheinlich noch ein Pilz oder so. Das finde ich... Nein, ah, jetzt habe ich... Ich, weil ich den Helm auf hatte, ne? Ist das jetzt kaputt gegangen? Ja, lel. Okay, den einen Schlüssel haben wir verbraten, aber macht ja nichts. Jetzt soll das hier auf jeden Fall sehr viel einfacher gehen. Gegen die Bowserchens. Okay, erstmal durchlaufen. Töten die da oben sich gegenseitig? Sehe ich das richtig? Nee. Aber der macht zumindest... Doch! Lalel! Das ist ja super witzig. Okay, das Ding können wir nicht mitnehmen. Wir haben 2 neue Schlüssel bekommen. Also dafür... Ich finde das Level ganz witzig, muss ich sagen. So, den einen Bowser hier müssen wir nochmal töten, denn der hat nochmal einen Schlüssel. Der untere, von dem haben wir ja den Schlüssel schon. Will aber nochmal ausprobieren. Kriegt man trotzdem nochmal einen Schlüssel, wenn man ihn nochmal besiegt? Rein theopraktisch haben wir nämlich seinen Schlüssel schon. Ja, okay, man kriegt nicht noch einen. Das fühlt sich jetzt schon so an wie Ende, aber mal gucken. Ja. Ja, schön. Doch, hat mir gefallen. Auch mit dieser Idee, dass man da, sich da halt ausrüsten kann, wenn man die Schlüssel davor halt eingesammelt hat, aber man muss es nicht machen. Doch, war nett. Kriegst ein toll. Schönes Einspiel-Level, muss ich sagen. GG. Mal gucken, ob das auch so cool designt ist wie das erste. Da meinst du jetzt, das... Ugh. Soll schwerer sein. Einer von 467. Uff, okay, mal gucken. Ich hoffe, da kommen keine Shell-Jumps oder sowas drin vor, weil die kann ich nicht so wirklich gut. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Zeit. Das hätte ich garantiert mitnehmen müssen, um rüberzukommen. Dann warten wir nochmal kurz. Die spawnen ja garantiert neu. Ja, okay. Hier dasselbe und dann da unten rechts rein. Alles klar, verstanden? Spawnt das? Okay. Das heißt, wir gehen da recht schnell rauf, gehen hier rechts rein und jetzt machen wir auch irgendwas. Das soll gehen. Okay, Moment. Wir müssen einfach hier rechts rausspringen und dann da oben hin. Okay, verstanden. So weit, so gut. Da haben wir einen Yoshi. Ich will diesen Yoshi haben. Okay, go. Hallo, Yoshi. So, den müssen wir garantiert loswerden. Mit ein bisschen Speed. Okay. Ist hier vielleicht irgendwo eine Flagge oder so? Wow, okay. Ich dachte, man kann da rein. Und dann kommt einfach ein Gegner raus. Okay, wir müssen rüberhüpfen und während wir rüberhüpfen, das Ding nach oben schmeißen. Ja, GG. Und dann auf dem blauen halt landen. Oh mein Gott. Und wir müssen auch noch 2 rote... Ups. 2 rote Schlüsselstücke suchen. Los, komm her. Nicht so schüchtern. Nicht... Oh, nicht so schüchtern. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall Schwung. Alle, ja. Nein! Oh, so knapp! Okay, aber ich glaube, ich hatte auf jeden Fall schon mal die richtige Idee gehabt. Come on! Der hat ihn doch getroffen jetzt, ohne Witz! Fliegt er da von der Kante weg?
Das hier finde ich ein bisschen blöd, dass man hier immer warten muss. Weil man da... Oder? Schafft man das in einem Rutsch? Wahrscheinlich schon. Muss ich gleich mal ausprobieren, wenn ich gleich nochmal sterbe. Und ich werde garantiert nochmal sterben. So. Ein bisschen später... Geht das mal ein bisschen zu spät. So, dieser... Sofort loslaufen. Ich probiere diesmal beide auf Anhieb zu bekommen. Ja, es funktioniert. Okay, man... Lel. Man kann auf jeden Fall einfach durchlaufen. Okay, jetzt machen wir hier Speedrun, Leute. Einfach Speedrun. Sofort hüpfen, einfach weiterlaufen. Hä, das funktioniert richtig gut. Okay, dann hast du es gut getimt. Dann nehme ich das zurück, was ich eben gesagt habe mit dem Warten. Dann ist das gutes Level-Design. Level-Design, 11 von 10. Jetzt fehlt nur noch irgendwo eine Flagge. Dann kriegst du eine 12 von 10. So, mal gucken. Ja, danke! Okay, da komme ich auch so ran an den Cooper. Jetzt ist die Frage, ob ich mit dem Sprungbrett nach oben muss, um quasi auf den Cooper zu landen, während der auch ganz oben ist. Kann ich irgendwie scouten, was rechts ist? Nee, ne? Oder ob ich die Spring später noch brauche. Ah ja, okay. Weit so gut. Das sollte auch easy peasy passen. Jetzt wäre die Flagge ganz angenehm. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Irgendwie, dass man da hochgehen konnte oder so? Guck mal, hätte ich jetzt die Spring mitgenommen, dann hätte ich da oben mal gucken können. Okay. Da ist noch... Ah, okay, hier sind die beiden roten Teile. Jetzt ist natürlich blöd. Jetzt weiß ich nicht, ob ich unten getroffen werde oder nicht. Da kann man runterfallen. Will man das? Man weiß es nicht. So, hier hoch. Der trifft einen ja nicht, aber ich glaube, wir müssen den mitnehmen, ja. So. So, jetzt wäre aber mal eine Flagge ganz angenehm. Bitte eine Flagge. Ja! Jetzt muss ich das Level beenden, denn ich habe eine Flagge. Verdammt. So. Da einfach rüber. Ja, lel. Okay, mit ein bisschen Schwung vielleicht. Ja, okay, langt auch schon so. Ein Galumba. Was macht der da? Wir bräuchten eine Bombe. Hä? Okay. Ich glaube, wir müssen irgendwie an den Galumba ran. Der hat garantiert einen Schlüssel oder sowas. Oh, okay. Warum ist der Galumba da? Hey, ich glaube, wir kriegen noch irgendwo eine Bombe her und dann müssen wir hier später nochmal hin. Oder? Kommt da eine Bombe raus? Ja. Habe ich mir doch gedacht. So, die schmeißen wir jetzt runter. Der macht das kaputt. Nein, Bombe! Oh, come on! Okay, aber ich habe es zumindest verstanden. Man muss hier halt zwei Bomben runterschicken. Beziehungsweise muss... Ja, man muss die einmal anhitten, damit sie ja überhaupt erstmal explodieren, nicht wahr? Heißt anhitten, runterschicken. Also was, wir machen das einfach. Nein! Okay, das war super. Scheiße. Bleib halt oben stehen. Ja, aber wenn ich oben stehen bleibe, dann kriege ich die Bombe da nicht so gut rein. Wenn ich die da rein. Okay, warte. Wir probieren das mal. Ich weiß nicht, wie ich die da reinbekommen soll. Obwohl, einfach nicht festhalten, ne? Das wäre eine Idee. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ah ja. Gute Idee, Gio. Sehr gute Idee. Du bist der Held des Tages. So, jetzt gehen wir hier schnell runter, bevor die Bombe kommt. Die kommt garantiert gleich nochmal. Ja, hi, tschüss, Bombe. So, und hat jetzt jemand aufgepasst, in welchen ich hier rein muss? In welche Tür? Ich nämlich nicht. Tja, der Kaputtking sagt auch einfach nur, tja. Tja, links oder rechts? 50-50 Chance. Shit. Ich glaube, ich kam aus der rechten... Und deswegen kam ich bestimmt aus der linken. Ich gehe jetzt links rein. Wehe, das ist falsch. Links, rechts. Giu! Ah, okay, links war... Bin ich jetzt links reingegangen? Ich glaube, ich bin links reingegangen. Links war richtig. Okay, und kein Checkpoint hier. Das heißt, wir müssen hier durchkommen, sonst müssen wir alles nochmal machen. Okay, wir gehen erstmal ganz an den Rand hier. Und dann gehen wir ganz schnell hoch. Okay, das hat schon mal funktioniert. Ganz weit nach links. Den nehmen wir mit. Den hier. Okay. Oh, das sind gleich drei. Das ist ja super. Also ich... Wie soll ich denn... Ah, ich muss hoch hüpfen, ne? That's the one. That's the one. Und wir springen. Nein! Ich will das nicht alles nochmal machen. Aber man kann hier einfach hochhüpfen. Das... Hä, aber ich raff das nicht mal. Dann muss ich ein bisschen mithüpfen, ne? Oh, okay, das war knappi. Das war voll auf Risiko hier. Okay, komm. Jetzt. Okay. Und hier müssen wir aber auf jeden Fall hüpfen, sonst wird das nichts. Aber wenn ich hüpfe, ist die Sache, dass ich mit... Ja. Ich muss mit der Ranke mithüpfen. Das ist voll kacke. Ja. Sehr gut. Geh einfach in die Stacheln rein. Jetzt ist halt das Blöde, jetzt muss ich das alles mit dieser Bombe nochmal machen. Hui.
Ich habe ein Galumba! Was willst du tun, hä? Ich habe ein Galumba! Hat der vielleicht noch einen Schlüssel? Ach, der hat den Schlüssel! Galumba, komm wieder her! Ach, shit. Wieso sagt mir das keiner, dass ich den töten soll? Wie, vor allem, wie töte ich den? Ich krieg den nicht mehr tot, oder? Nein, wie krieg ich den denn jetzt tot? Zählt das als den töten, wenn man... Warte. Okay, sehr schön. Ich finde das Level nett. Nur ein bisschen weird, dass man aus dem Schloss einfach in den Himmel kommt. Wieso? Das ist doch bei den Mario-Teilen auch ganz oft so. Dann bist du einfach irgendwann beim Mond, weil da Bowser plötzlich seine Basis hat. Das ist ganz normal für Mario. Hui! Das war so klar. Eben ging es die ganze Zeit, jetzt einfach beim ersten Versuch gleich gescheitert. Und nochmal das Ganze. Mann, macht das einen Spaß. Also hier ist auf jeden Fall Frustpunktpotenzial. Dann schicken wir einfach mal 3 runter, damit der Galumba auch gleich stirbt. Zack. Gehen wir runter. Okay. Da habe ich doch einen Schlüssel gehört. Da habe ich doch meinen Tod gesehen. Das ist auch irgendwie so eine richtige Trollmusik, oder? Wenn man die 10 Minuten hört, dann wird man, glaube ich, wahnsinnig. Die ruft so förmlich. Ha, Loser. So. Hoch. Wie? Ich raff nicht, warum das jetzt nicht mehr funktioniert. Da ist ein Pilz! Lol, dann ist ja der nächste Part einfach richtig einfach. Der hat einfach einen Pilz versteckt. 1, Luma 2, Luma 3. Runtergehen. Nicht. Nee, nein, noch! Wieso explodiert die Bombe nicht, wenn er den Galumba tötet? Der macht den einfach platt, während er runterfällt, ja? Okay, das wusste ich auch noch nicht. Alles klar, nochmal. Schöne Blume da übrigens. Sehr gutes Level-Design mit der einen weißen Blume, die da gerade war. Finde ich sehr gut. Kriegt einen Pluspunkt. Plus 5 Karma auf dein Konto. Gut, jetzt sind wir also mit dem Pilz hier. Das kann ja nicht so schwer werden mit dem Pilz. Wieso ist da noch eine rote... Oh, ich habe die Befürchtung, dass dieses Level noch sehr, sehr lange gehen wird. Okay. Mario als großer Mario hat halt leider eine richtig beschissene Hitbox bei diesen komischen Stacheldingern hier. Deswegen bin ich mir nicht mal sicher, ob ich... eine Runde hinbekommen. So, wir gehen ganz nach links und nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Okay. Ja, genau das meine ich. Jetzt gehen wir einfach ganz nach oben, komm. Mann, ey, das ist so dumm. Es ist wirklich so dumm. Hier hoch. Wenn wir getroffen werden... Oh, shit. Warum? Und jetzt komme ich auch nicht mehr zurück. Next try. Hoch, 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 Mario. Mario ist zu langsam, dieser Blödmann. Meint ihr, man kann in diese Röhre da rein? Nee, geht nicht, geh weg, du Bombe. Oh Gott, da kommt gleich die nächste Bombe. Okay, alles cool. Ich meine, hier links und rechts sind halt auch noch diese Steine, die man kaputt machen könnte, theoretisch. Aber das bringt mir alles nix. Ich könnte natürlich auch aus der rechten Tür rausgehen. Meint ihr, da passiert irgendwas ganz Tolles? Wollen wir es mal ausprobieren? Komm, wir gehen mal rechts lang. Auch wenn wir von da natürlich herkommen, aber... Warte, kann ich mir hier noch einen Schlüssel... Oh, ich kann mir noch einen Schlüssel holen, Leute. So, damit komme ich auf jeden Fall auch in die andere Tür. Aber was ist denn, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen? Da oben kommt man nämlich, glaube ich, auf jeden Fall hin, oder? Wenn man hier einfach ganz doll rüber jumpt. Doch, das müsste gehen. Warte, wenn wir ein bisschen mehr Anschwung haben. Ganz an die Kante und... Ja! Ja, natürlich geht das. Aha, guck mal, hier ist eine Tür. Warum ist hier eine Tür? Wo führt der denn hin? Bitte lass mich nicht sterben. Okay, ich bin wieder am Anfang. Okay, er hat aber... Nein. Okay, doch, man kommt hoch, man kann auch wieder zurück. Meint ihr, man kommt von hier darüber? Ich bin jetzt halt wieder am Anfang. Gibt es am Anfang dann auch so eine Flagge? Nee, oder? Am Anfang gibt es keine Flagge, dass ich hier mich irgendwie... Wofür ist das? Oh Gott. Ich meine, wenn ich sterbe, dann ist ja auch egal. Probier es einfach mal. Ja, vielleicht bringt mir das ja irgendwas, hier oben drauf zu sein. Aber sieht eher weniger so aus. Ist er denn hier? Oh, wenn hier noch irgendwas versteckt wäre. Ich hätte da in der Mitte nochmal gucken sollen. Das ist doch nicht einfach nur so da, oder? Hier ist noch eine Röhre. Ach nee, das ist die eine Röhre. Jetzt sind wir einfach wieder am Anfang. Okay, das ist natürlich super unnötig. Und das ist halt auch nirgendwo ein Speicherpunkt, der mir irgendwie weiterhelfen würde, oder? Glaub nicht. Wofür ist dann diese Tür da gewesen? Strange. Na gut, dann gehen wir halt ganz ordinär durch. Ist zwar ein bisschen lame, aber okay. Als großer Mario muss das doch irgendwie gehen. Ich meine, ich könnte mich natürlich einfach auf die Dinger raufstellen, ja? Auf die Stacheln. Wenn ich beim ersten Hit sowieso, oder wenn ich beim ersten Mal hochklettern sowieso mal getroffen werde, ist das eh egal. Och. Nein, fast. Okay, ich gehe einfach hoch. Ja, es hat funktioniert. Okay, also das geht auf jeden Fall. Da oben ist ein Schlüssel. Und hier habe ich auch mehr Platz, wie ich das sehe. Also einfach hoch.
Ich habe den Schlüssel. Ich gehe da mal auf die linke Seite. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Tolles. Sieht aber nicht so aus. Eventuell könnte da noch ein Pilz oder so versteckt sein. Aber ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, sondern ich... Oh, hier geht's auch noch weiter. Hier ist noch eine Röhre. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Okay, mehrere Möglichkeiten, Leute. Wir könnten uns hier runterfallen lassen, denn da war auch noch eine rote Tür. Ich kann mir vorstellen, dass das hier ein Troll ist. Deswegen, ich lasse die Tür hier mal da, denn ich weiß, hier unten ist auch noch eine Tür. Richtig. In die Tür kommt man gar nicht rein. Oh, das ist natürlich doof jetzt. Nein, ich dachte, man kann da rein. Die habe ich doch letztes Mal schon gesehen gehabt. Okay, was passiert? Bitte lass mich nicht einfach sterben. Es ist das Ziel. Oh, nice. Es war also die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob man zwei rote Türen so einstellen kann, dass sie beide in diese Röhre hier gehen. Aber ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Wenn ich da oben in die Tür reingegangen wäre, das wäre bestimmt ein Troll und ich wäre einfach gestorben. Dann hätte ich das alles normal machen dürfen. Okay, nice. Ja, schönes Level. Gut, dann würde ich aber sagen, was das mit dieser Folge, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Like da. Und ihr könnt mir gerne Level einschicken und ja, das war jetzt hier aus einem Stream auf Twitch. Also wenn ihr irgendwie Mario Maker 2 Streams sehen wollt und da vielleicht Level einschicken wollt oder live mit dabei sein wollt, dann könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Link dazu in der Videobeschreibung. Habe ich jetzt vor auf jeden Fall immer mittwochs und samstags, so zumindest der Plan, wenn das Wetter mitspielt und alles andere auch, dazu streamen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.